Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Japanische Armbanduhren. Ich freue mich riesig, dass ihr auch beim zweiten Teil des Armbanduhren-ABCs wieder mit dabei seid. Wir legen direkt los, machen weiter, wo wir aufgehört haben, und zwar mit L wie Lageabweichung. Lageabweichung ist ein Phänomen, das betrifft automatische Uhren. Und zwar ist es so, dass die Uhren unterschiedlich schnell laufen, abhängig davon, in welcher Lage sie sich befinden. Beim täglichen Tragen ist das unerheblich, da wechselt sich die Lage ganz schnell. Es geht eher darum, in welcher Lage wird die Uhr nachts abgelegt. Es ist, glaube ich, verständlich, dass wenn eine Uhr in der horizontalen liegt, die Feder es leichter hat, die Uhr anzutreiben, weil eben Zeiger und Werkel nicht bergauf laufen müssen. Es ist daher so, dass Uhren, die in der waagerechten abgelegt werden, einen Tick schneller laufen als welche, die in der senkrechten abgelegt werden. Es ist aber dann nicht zu verallgemeinern, ob es so rum oder so rum schneller ist, auf der Krone, auf der 6 Uhr, auf der 12 Uhr. Dazu gibt es verschiedene Apps, die die Ganggenauigkeit messen. Das heißt, man stoppt die Uhrzeit vormittags, abends, am nächsten Morgen und sieht dann immer, wie viel die Uhr von der Sollzeit abweicht und kann sich dann auch eintragen, in welcher Lage die sich gerade befindet. So kann man dann, wenn man möchte, für die Uhr rausfinden, wann die ein bisschen schneller, wann ein bisschen langsamer läuft. Dann könnte man zum Beispiel, wenn man herausgefunden hat, dass die Uhr über den Tag vielleicht 10 Sekunden im Plus läuft, aber leicht im Minus läuft, wenn man sie so ablegt, würde man sie so abends ablegen und hat immer eine sehr genau laufende Uhr. Wir machen mit L weiter, und zwar Lagerung. Lagerung heißt eben, wie bewahre ich die Uhren auf? Entweder nur nachts, bis ich sie morgens wieder anziehe, oder auch über eine längere Zeit, wenn ich mehrere Uhren habe, die ich aufbewahren möchte. Man kann es ganz, ganz simpel zusammenfassen. Die Uhr nicht auf eine harte Fläche wie Glas legen, weil die kann kleine Beschädigungen dann bekommen. Die sollte nachts nicht herunterfallen. Das war's schon. Man will die Uhr natürlich auch ein bisschen staubfrei halten. Deswegen ist eine Box oder Dose auf jeden Fall sinnvoll, damit man die nicht immer jedes Mal vor dem Tragen wieder putzen muss. Die Uhrenfans haben auch zwei Lager, die Uhrenbeweger super finden und welche, die ablehnen. Und zwar ist es so, so die Theorie, wenn man eine Uhr auf dem Uhrenbeweger hat, wird die automatisch die ganze Zeit bewegt, das Automatikwerk lädt sich auf und die Uhr ist immer gestellt und tragebereit. Früher war es so, früher meine ich Jahrzehnte her, dass die Öle in den Uhren verharzen konnten. Da macht es Sinn, wirklich die durchlaufen zu lassen, bevor das Werk irgendwie festgeht. Heutige Öle verharzen nicht mehr und deswegen ist meine Einstellung, eine Uhr, die nicht läuft, nutzt sich auch nicht ab. Für mich ist es ein liebgewordenes Ritual, eine Uhr morgens auszuwählen und dann eben genau auf die richtige Tageszeit zu stellen. Zur Aufbewahrung nutze ich so eine Box, die also für verschiedene Uhren Fächer hat. Da ist ein Glasdeckel drauf, bleibt also vor Staub geschützt, aber man kann immer mal gucken, was man für verschiedene Uhren hat. Und dann liegen die Uhren hier auf diesen einzelnen Kissen und können nicht runterfallen, kriegen keinen Staub. Wie die Kiste jetzt genau aussieht, liegt an jedem Geschmack oder an der Zimmereinrichtung, wo es zu passen muss. Mir persönlich gefällt eben ein helles Innenleben, weil die Uhren dann ja sehr, sehr frisch und schön wirken, zumindest nach meinem Geschmack. Wir machen weiter mit Leuchtmasse. Leuchtmasse ist die Substanz, die bei Uhren auf den Indizes und Zeigern zum Beispiel aufgebracht sein kann. Je mehr Leuchtmasse, umso besser oder umso heller.
Es gibt verschiedene Qualitäten von Leuchtmasse. Jetzt hier bei Seiko ist das schon immer, auch bei günstigen Seiko-Modellen, eine erstklassige Leuchtmasse. Und die leuchtet nicht gleichmäßig nach. Das heißt, wenn man die richtig unter Licht hält, leuchtet die in den ersten Sekunden sehr stark, nimmt dann direkt sichtbar ab und leuchtet schwach ungefähr eine Nacht nach. Es kommt bei unterschiedlichen Uhren eben zu der Erscheinung, dass die Leuchtmasse ganz unterschiedlich stark ist. Das liegt oft weniger an der Art der Leuchtmasse als vielmehr an der Menge. Bei Leuchtmasse gilt, viel hilft viel. Das heißt, wo viel ist, kann auch viel nachleuchten und das Auge kriegt das Licht mit. Hier bei diesem Modell als Taucheruhr viel mehr geht nicht, was hier an Leuchtmasse drauf ist. Die Seiko-Leuchtmasse wird mit dem Markennamen Lumibright angegeben. Wir machen weiter mit Lünette. Lünette ist dieser Ring ringsum. Den gibt es in ganz verschiedenen Ausführungen. Hier bei dieser Uhr haben wir eine Taucherlünette. Die hat mehrere Besonderheiten. Sie dient dazu, dass Taucher sehr leicht sehen können, wie viel Restluft noch in ihrer Flasche ist, sprich, wie lange sie schon unter Wasser sind. Würde so funktionieren, diese Taucherlünetten lassen sich immer nur nach links drehen, zumindest bei modernen Uhren. Und ihr hört es hier sehr deutlich, das rastert auch. Die Rasterung ist eben dazu da, dass sich das nicht in die andere Richtung dreht. Die Idee ist dann folgende. Der Taucher beginnt seinen Tauchgang und stellt diesen Spitze, diesen Pfeil, auf die Minuten. So kann er dann ganz leicht verfolgen, wie lange er schon unter Wasser ist. Hier ist es nicht farblich hervorgehoben, nur die ersten 15 Minuten haben hier eine deutlichere Markierung, weil 15, 20 Minuten, je nachdem, ich bin kein Taucher, ich kann das nicht beurteilen, ist aber ungefähr die Zeit, die man dann beachten muss, wenn man wieder rechtzeitig an die Oberfläche kommen will. Wegen diesem Zeitraum ist auch bei einigen Taucheruhren, ihr seht es hier, sind die 20 Minuten besonders farbig hervorgehoben. Das ist die Taucherlünette. Es gibt auch nicht nur außen verbaute Lünetten, sondern auch innere Lünetten. Das heißt, dieser innere Ring mit dem Kompass quasi drauf ist auch eine Lünette und ist hier mit diesem Rad drehbar. Das heißt, die äußere funktioniert wie eine Taucherlünette, eben nur in eine Richtung und rastend, während die innere nicht rastet und in beide Richtungen drehbar ist. Und das ist auch so gewollt. Und zwar ist das eine Kompasslünette. Die Idee dahinter, man richtet den Stundenzeiger auf die Sonne und auf halber Strecke zwischen mittags und dem Stundenzeiger ist Süden oder so. Wenn ich da einen Fehler habe in den Himmelsrichtungen, verzeiht mir das. Ich habe es jetzt nicht nochmal nachgeschlagen, aber ich meine, so sollte es sein. Das war die Kompasslünette. Es ist auch ganz okay, wenn sich die Uhr mit Kompasslünette beim Tragen verstellt. Weil die Sonne ändert sich auch immer, die Richtung zur Sonne ändert sich immer. Das ist kein Wert, der gespeichert sein muss, sondern das muss nur fürs Ablesen richtig stehen. Darüber hinaus gibt es noch Rechenschieberlünetten bei sogenannten Fliegeruhren. Das heißt, man hat hier Außenskalen, Innenskalen und kann verschiedene Einheiten umrechnen. Da bin ich nicht kundig genug, um das zu erklären. Da liegt eine eigene Anleitung für bei, ungefähr so dick. Da geht es um die Bedienung der Rechenschieberlünette. Für mich ist das eher ein Designelement, was eben zu diesem Ohrentyp dazu gehört und kein funktionierendes Werkzeug. Bei einer Taucherlünette ist es allerdings so, dass man die im Alltag wirklich sehr gut brauchen kann. Zwei Beispiele sehr aus dem Leben. Ich habe täglich eine halbe Stunde Mittagspause. Das verschiebt sich immer, wann die startet und die will ich nicht überziehen. Wenn ich in Pause gehe,
Mache ich so. Dann sehe ich auch, wie lange ich hier schon sitze und wann die Pause wieder vorbei ist. Genauso kann man es zum Beispiel machen, wenn man die Kochzeit von Kartoffeln, Nudeln timen will. Man muss also nicht groß Start-Stopp drücken, sondern dreht sich einfach die Spitze auf eine bestimmte, auf den Minutenzeiger und sieht, wie viel seitdem vergangen ist. Übrigens, wenn ihr mal in unsere Facebook-Gruppe reinguckt, japanische Armbanduhren und zeigt Bilder von eurer Uhr und die hat so eine Taucherlünette. So fotografieren. Wenn er das so fotografiert, kommt die Lünettenpolizei und dann wird's ernst. Okay. Noch ein kleiner Begriff. Minuterie. Minuterie ist die Markierung der Minuten außenrum. Bei diesem Chrono hier hat man auch Fünftel, Sekunden im Prinzip hier markiert, um die Zeit stoppen zu können. Hier haben wir es normaler. Die Minuterie kann hier außen in dem Rand stehen, die kann aufs Ziffernblatt gedruckt sein, ist immer noch die Minuterie. Das geht nicht um die Position, sondern das geht um die Minutenrasterung, die eben die Uhr leicht ablesbar macht oder auch beim Stellen sehr, sehr sinnvoll ist. Nach M wie Minuterie kommen wir zu N wie NATO-Band. Ich habe da mal was vorbereitet. Die schöne Big Military. Ohne Band, aber mit Federstegen. Das hier ist ein NATO-Band. Hat also traditionell einen militärischen Ursprung. Ihr seht hier, da hängt noch unten so ein Lappen dran. Und das ist wie folgt gedacht. Man schiebt das lange Stück hier rein, fädelt das hier unten wieder durch und geht dann mit diesem hier nochmal da durch. Das heißt, unter der Uhr liegen zwei Lagen Bänder. So sieht es dann aus. Die Idee ist eben, dass wenn hier ein Federsteg reißt, die Uhr immer noch am Handgelenk liegt und auch dieses hier als Zugentlastung dient, dass eben nicht so viel Zug auf den Stegen ist. Bei dieser Uhr funktioniert das wunderbar. Die ist sowieso relativ flach. Bei anderen Uhren können diese zwei Lagen aber schon ein bisschen zu viel sein. Jetzt habe ich ein schwarzes NATO-Band. Es gibt da alle Farben. Man kann also Uhren, die ja, zu NATO-Bändern passen, ganz schnell komplett umstylen mit der Montage eines anderen NATO-Bandes. Wir kommen gleich zu diesem NATO-Band nochmal kurz zurück, wenn wir bei Z wie Zulu sind. Und dann zeige ich euch die Unterschiede zwischen NATO und Zulu-Band. Jetzt kommen wir zu Oberflächen. Es gibt unterschiedlichste Oberflächen an Uhren und mit unterschiedlichen Eigenschaften, Vor- und Nachteilen. Ihr seht hier, der Ring hier ist gebürstet, das heißt, der hat so Streifen drin. Hier sieht man es. Oder hier außen diese Fläche ist gebürstet. Sehr schöne Optik. Man sieht bei dieser hier aber leicht mal auch ein Kratzer, aber nur bei sehr gutem Licht. Also diese gebürstete Oberfläche verzeiht einiges. Was sie nicht verzeiht, ist Kontakt mit Metall. Dann poliert die sich im Prinzip. Das heißt, wenn gebürstet sich immer an Gebürstet reiben würde, zum Beispiel bei einem Ohrenband, dann wird es irgendwann glänzen. Deswegen wird es häufig so gemacht, dass bei Armbändern die Teile, die an Metall reiben, von vorne weg poliert sind. Das heißt, hier kommt es dann nicht zu Tragespuren, weil diese Fläche blank bleibt, auch bei diesem Tragen. Hat man dieses kleine Stück gebürstet, wird das irgendwann blank werden. Polierte Flächen kriegen aber dann doch ein bisschen leichter Kratzer. Ich versuche das hier mal bei dieser zu zeigen. Ihr seht, das
Das ist also eine auf jeden Fall gerne gebrauchte Uhr. Es ist nicht schlimm. Ich habe jetzt sehr gutes Licht, deswegen sieht man das besonders. Und es ist mit einer leichten Politur auch leicht wieder auf Hochglanz zu bringen. Das ist also gar kein Problem. Ist der Vorteil von polierten Flächen, man kann sie nachpolieren. Gebürstete Stellen kann man auch nacharbeiten. Zum Beispiel, wenn man eine gebrauchte Uhr hat, wo das Armband sehr stark genutzt ist und überall Kratzer drauf sind oder glänzende Stellen, kann man das mit so einer Art Topfkratzer nacharbeiten. Übt das an Stellen, wo es nicht so schlimm ist. Es geht, aber man braucht da ein bisschen Erfahrung mit. Eine weitere Oberflächenart haben wir hier bei der alten Uhr. Und zwar ist das Gehäuse matt gestrahlt. Das heißt, es ist kugelgestrahlt, hat eine matte Oberfläche, wirkt eben ja sehr, sehr robust. Aber hier bei dieser Uhr, die da Feuchtstrahlspuren haben, die ist von 82 oder 83, aber diese glänzenden Stellen kann man jetzt nicht nacharbeiten. Man bräuchte ein spezielles Gerät, um dieses Gehäuse neu zu strahlen. Und das kann man nicht eben mal zu Hause am heimischen Schreibtisch machen. Das ist aber so der Nachteil von gestrahlten Oberflächen, auch wenn die sehr robust sind, lange halten. Wenn die Spuren bekommen, sind die drin. Natürlich gibt es dann auch noch beschichtete Oberflächen. Die können also vorher gebürstet, matt, gestrahlt, poliert sein und dann beschichtet. Und so wird die Beschichtung dann entweder matt oder glänzend oder gebürstet. Hier sehen wir die gestrahlte Oberfläche, die dann beschichtet ist und fast einen Kunststoff-Look hat, ist aber alles Metall, was ihr hier seht. Bei dieser hier sieht man es auch. Die hat also diese polierte Innenfläche hier, ist glänzend. Und hier, wo es gebürstet ist, sieht es auch immer noch gebürstet aus. Das ist also eine Oberfläche, die sehr, sehr hart aufgetragen ist. Das heißt, im Normalfall geht so eine Beschichtung auch nicht ab. Aber wenn man mal irgendwo aneckt, dann hat man dann eine helle Stelle drin. Da muss man eben drauf achten, bei schwarz- oder dunkel beschichteten Uhren. Die Beschichtungen sind mittlerweile sehr, sehr gut und haltbar. Aber wenn mal was drankommt, dann ist es wirklich sichtbar. Kommen wir zu P wie Pushern. Pusher sind quasi die Druckknöpfe hier. Dann kann ich den Chronographen loslaufen lassen, stoppen, auf Null stellen. Also Chronograph heißt immer Stoppuhr. Gibt es mit unterschiedlichen Messgenauigkeiten, mit Zwischenzeiten, die auf kleinen Zeigern angezeigt werden oder nicht. Aber das sind die Pusher. In dem Fall nicht verschraubt. Im Fall dieser Uhr sind die, weil es eine Taucheruhr ist, mit einer Verschraubung gesichert. Wie wir das bei der Tauchkrone beim vorherigen Video gesehen haben. Man muss die also losdrehen und kann die dann benutzen. Danach dreht man es wieder zu. Es muss nicht super stramm sein, aber es muss zugedreht sein, weil erst dann die vollständige Wasserdichtigkeit gegeben ist. R wie Referenznummer. Die ganzen Uhren werden mit unterschiedlichen Händlerreferenzen angegeben und teilweise verrät diese Referenz ein bisschen was über die Uhr. Ich habe hier am Arm die New Turtle und die hat die Referenz SRP 779 K1. Die ersten drei oder vier Buchstaben verraten ungefähr, um was für ein Werk es sich handelt. Also immer wenn das SRP heißt, ist da das 4R35 oder 36 drin. Das heißt, ein modernes, robustes Werk mit Handaufzug und Sekundenstopp. Es gibt andere Uhren, die den Vorgänger ohne Sekundenstopp und Handaufzug drin haben. Dann ist das die SKZ. Aber auch da gibt es viele Kennungen, die Uhren mit diesem Werk haben. Taucheruhren mit, oder Entschuldigung, Chronos mit Solar heißen oft
SSC, aber es ist nicht zu verallgemeinern, dass alle Kronos oder Solar Kronos SSC heißen. Also man kann an diesen ersten Buchstaben ungefähr schon erkennen, ist es hier eine Automatik oder eine Solaruhr oder zu welcher Serie sollte die gehören, aber das kann man nicht verallgemeinern. Die Nummer, die danach ist, in dem Fall 779, läuft im Prinzip durch. Das heißt, von diesem Modell gibt es auch die 777 oder die 775. Ihr seht, es werden immer eine Zahl, die gerade Zahl, übersprungen. Und wenn jetzt von diesem Modell viel später, also von dieser Serie, diese New Turtle, viel später ein weiteres Modell rauskommt und diese weiteren Nummern sind nicht mehr frei, dann wird auch gerne mal statt der ersten Stelle ein Buchstabe eingepflegt. Das heißt, auch da kann man nicht sagen, alle Turtles sind von 77X bis 78X, sondern es kann dann wieder Turtles geben, die eine ganz andere Bezeichnung haben, weil die nicht mehr frei ist. Dann gibt es noch die Kennung am Ende. Also hier ist das K1. Es gibt auch Modelle, die genauso aussehen, die tragen die Bezeichnung J1 am Ende. Das zeigt etwas über die Herkunft der Uhr. J1 tragen dann auf dem Ziffernblatt Made in Japan. Das heißt, die sind dort und durch die Leute gefertigt, dass man die Uhr Made in Japan nennen kann. Die anderen sind aus anderen asiatischen Fabriken. Die Nummer dahinter, die 1, zeigt die erste Bandvariante, die möglich ist bei der Uhr. Es gibt aber auch Modelle, die mit verschiedenen Bändern ab Werk angeboten werden. Das wäre dann die 2 oder 3. Gut, so viel zur Referenznummer. Kommen wir zu Reho. Also der Reho, also ist männlich, ist die Erhöhung um das Ziffernblatt rum. Ihr seht also, das Ziffernblatt ist flach und da ist hier die Minuterie auf dem Reho angebracht. Also Erhöhung ist eigentlich die Übersetzung, wenn man es einfach so übersetzt, ist also diese Schräge rings um das Ziffernblatt. Der Reho. S wie Sekundenstopp. Sekundenstopp, ich sagte, dieses Werk, der SRP 779, hat Sekundenstopp. Schaut mal auf den Sekundenzeiger. Ich muss also die Krone wieder losdrehen. Und wenn ich die Uhr jetzt einstellen will, bleibt die Sekunde stehen. Während bei Werken ohne Sekundenstopp die Sekunde weiterläuft. Das ist ganz praktisch, wenn man die Uhr stellen will. Oder besonders genau stellen will, man wartet, bis der Sekundenzeiger genau oben ist und dann stoppt man und stellt eben haargenau auf den Start der Minute. Der nächste Begriff, den ich behandeln will, ist Shroud. Shroud ist ein englischer Begriff, ein technischer Begriff, der frei übersetzt so viel heißt wie Zarge, Ummantelung oder Verkleidung. Und ihr seht schon, worum es hier geht. Es geht um diesen Schutzpanzer, wenn ich so will, der außen um dieses eigentliche Ohrengehäuse rum ist. Dieses Modell wird auch Shrouded Monster genannt, also sieht aus wie ein Seiko-Modell, das Monster genannt wird, aber zusätzlich mit diesem Shroud, der hier noch verschraubt und entfernbar ist. Ursprünglich kommt dieser Shroud von den Tuna-Modellen. Vor 40 Jahren hat Seiko die Taucheruhren der Tuna-Serie eingeführt und damit auch diesen Shroud, der die Uhr besonders schützen soll und für eine ganz markante, eigenständige Optik sorgt. Machen wir weiter mit S wie Solarwerk. Also, im Prinzip klar, die Uhr hat Solarzellen, damit wird ein Speicher geladen, der das Quarzwerk antreibt. Sehr, sehr unkompliziert zu benutzen, das heißt, man muss die nicht immer wieder aufziehen, dass die durchläuft, man muss sie nur ein bisschen dicht legen. Und da reicht es im Prinzip,
auch bei schlechtem Wetter, die immer mal in der Nähe von einem Fenster zu haben. Bei kurzen Winternächten oder kurzen Tagen im Winter, so rum, und man verwahrt die Uhr nicht an einem hellen Ort, sondern in einer geschlossenen Box und hat immer den Ärmel drunter, kann die Energie, die da gespeichert ist, ein bisschen weniger werden. Aber ein paar Stunden am Fenster und die kann ewig wieder weiterlaufen. Das ist ganz unterschiedlich, je nachdem, welches Werk da drin ist. Aber beispielhaft bei dieser hier 2-3 Tage einfach auf die Fensterbank bei mittelgutem Wetter. Und die hat so viel Energie, die läuft dann ein halbes Jahr durch. Unendlich robust sind die nicht. Die Befestigung der Verbindung der Solarzellen mit dem Speicher sind also winzig kleine Befestigungen und Drähtchen. Das heißt, bei grober Erschütterung, das heißt, wenn man die Uhr auf den Boden fallen lässt, kann es eben sein, dass sich die löst und die kann auch Schaden nehmen. Jetzt kommen wir zu einem Thema, auch noch mit S, und zwar geht es um das Stellen der Uhr. Jetzt geht es eben darum, eine Automatikuhr zu stellen. Und wer sich noch nicht so mit Uhren beschäftigt hat, der wird denken, ja, ich stelle halt die Uhr. Was ist dabei? Ja, ein bisschen was ist es schon. Ich habe da folgendes Ritual und erkläre das, wie ich das mache. Man nimmt diese Uhr und möchte die dann morgens anziehen und muss die richtige Uhrzeit einstellen. Ich ziehe die Krone, wir sehen hier keinen Sekundenstopp vorhanden, ist aber auch egal für den Fall. Und jetzt drehe ich die Uhr vorwärts. Ein Uhrwerk, mechanisches Uhrwerk, ist dafür gebaut, vorwärts zu laufen. Es verträgt zwar so ein kleines Stück zurückzudrehen, aber grundsätzlich stellt man eine Uhr vorwärts. Dann drehe ich so weit, bis der Datumswechsel durchgeführt wurde. Genau das ist gerade passiert. Das heißt, es ist gerade von Montag, den 15. auf Dienstag, den 16. gesprungen. Und jetzt weiß ich, die Uhr ist im Vormittag. Und dann würde ich die auf die aktuelle Uhrzeit stellen. Wir haben jetzt 9 Uhr. Und drücke den Knopf wieder rein. Und jetzt erst ziehe ich die Krone nochmal einmal und stelle das Datum. In dem Fall wird das so gestellt, wenn ich hier hochdrehe, stelle ich das Datum ein. Und wenn ich runterdrehe, den Wochentag. Und was ihr jetzt seht, ich springe zwischen Friday und Fre für Freitag. Saturday, Samstag. Das heißt, fast alle Tagesanzeigen haben 2 Sprachen drauf. Und das ist in dem Fall so einfach. Ich suche mir den Tag mit der richtigen Sprache aus und das wird die Uhr dann auch immer so weiterführen. Das heißt, nur wenn nachts die Uhrzeit umgestellt oder das Datum umspringt, ist einmal kurz das andere zu sehen. Ansonsten bleibt es bei diesem einen. Jetzt ein Warnhinweis. Stellt das Datum nicht zwischen 21 und 3 Uhr morgens ungefähr. Und zwar ist es dann so, zu dieser, also die Uhrzeit, die angezeigt wird, wie viel Uhr tatsächlich ist, ist natürlich egal. Und zwar zu dieser Zeit fängt das Werk an, das Datum weiter zu transportieren. Ihr könnt euch das so vorstellen, zu dem Moment greifen dann auf einmal Räder ineinander und wollen das Datum weiterschieben. Wenn ihr dann zu der Zeit mit dem Drehregler hier, mit dem Knopf, das Datum weiterschiebt, dann schiebt ihr Zahnräder aneinander vorbei und das kann die Uhr kaputt machen. Also Datum nicht zwischen 21 und 3 Uhr einstellen. Da ihr um die Zeit nicht aufsteht, haltet euch einfach an dieses Ritual. Erstmal wird ganz durchgedreht, bis, Achtung, die Datumsanzeige umspringt. Hier das Datum. Da der Tag, auf die richtige Uhrzeit und dann wird das Datum gestellt. Das war das Stellen der Uhr. Kommen wir zu T wie Taucherverlängerung.
Viele Uhren haben nicht nur den Stil einer Taucheruhr, sondern sind auch echte funktionale Taucheruhren. Und dazu gehört, dass die Uhr auch spontan mal über dem Taucheranzug zu tragen ist. Da will keiner mit Werkzeugen hier rumarbeiten. Und deswegen haben Taucheruhren Armbandverlängerungen, womit man das Armband schnell länger machen kann. Wenn da ein Gummiband dran ist, ist klar, man stellt es einfach größer. Das ist kein Problem. Bei Metallbändern gibt es verschiedene Möglichkeiten, das zu machen. Bei dieser Uhr ist die Schließe der sogenannten Marine Master montiert. Das ist einfach. Ich habe die Uhr am Arm, klappe hier das auf und wenn ich hier drücke, kann ich hier diese Ratsche nach außen ziehen. Das heißt, ich mache die so wieder zu. Die ist fest und ich kann die auch ausziehen, anziehen und sie bleibt auf das Maß. Will ich die wieder normal am Arm, nicht über den Tauchanzug tragen, geht es wieder zusammen. Das ist eine sehr komfortable, schöne Lösung, aber diese Schließen sind eher bei sehr hochwertigen Modellen zu finden. Bei einfachen funktioniert das so. Ihr seht, hier ist ein Zusatzstück drin und da versteckt sich die Taucherverlängerung. Ihr seht dieses kleine Dings hier. Man muss das mit ein bisschen Kraft, ihr seht's, nach oben klappen und dann wird das hier oben ausgehakt. Und schon habt ihr das Band 1,5 cm länger und es kann über den Taucheranzug. Jetzt machen wir es wieder zu. Dieser Steg kommt hier unter den Haken und es wird wieder zugemacht. Das war die Taucherverlängerung. Totalisatoren. Klingt kompliziert, ist es aber nicht. Totalisatoren oder Hilfsziffernblätter sind diese kleinen einzelnen Anzeigen bei einem Chronographen. Unruhe. Keine Zeit, kein Grund zur Unruhe. Ich mache dieses Band mal raus. Und die Unruhe ist diese Schwingung hier, dieses schwingende Rad. Also eigentlich ist das Rad und die Feder, auf die das Rad gespannt ist, eine Einheit. Und das ist quasi der Gangregler der mechanischen Uhr. Ist also so austariert, dass das mit einer ganz bestimmten definierten Schwingung schwingt. Und es funktioniert im Prinzip so wie das Pendel bei einer Standuhr. Wasserdichtigkeit. Ihr seht hier, 100 Meter ist hier angegeben. Und diese Angabe bei Uhren zu der Wasserdichtigkeit ist ein theoretischer Messwert. Der heißt nicht, dass man mit einer Uhr, die 30 Meter draufstehen hat, bis 30 Meter unter Wasser kann, sondern das ist der theoretische Druck, den diese Uhr vertragen kann. Und das wird dann eben nicht so geprüft, dass die Uhr 30 Meter unter Wasser gerät. Es ist auch so, der Druck in der Praxis, der auf die Uhr einwirkt, kann viel größer sein, wenn Spritzer kommen, wenn man beim Schwimmen in die Wellen reinschlägt etc. Da eben dann als kleine Hilfe, mit welcher Uhr man was machen kann, eine Uhr, die nur water resist ist oder 30, 50 Meter wasserdicht ist, die kann Spritzwasser vertragen. Wollt ihr mit der Uhr normal schwimmen oder duschen, sollten da 100 Meter draufstehen. Und wollt ihr mit der Uhr wirklich tauchen, dann sollte das eine Taucheruhr sein. Das heißt nicht nur, dass da 200 Meter draufstehen, sondern, oder das reicht schon im Prinzip, aber es gibt noch eine Zusatzkategorie. Ihr seht es hier, hier steht Divers 200 Meter. Und das ist nicht nur ein Spruch, auch steht auch hier drauf. Ja? Dem ist eine Zertifizierung zugrunde gelegt, dass es sich um eine echte Taucheruhr handelt, mit der man richtig tauchen kann. Zu diesen Divers gehört auch immer eine verschraubte Krone, ein massiver verschraubter Gehäuseboden und eben mit einer Divers habt ihr eine echte Taucheruhr. Da sind weitere Kriterien, die dazugehören, dass sich eine Taucheruhr Divers nennen kann. Und zwar sind das besonders leicht ablesbares Ziffernblatt-Layout mit gut ablesbaren Zeigern,
Diese Drehlünette gehört dazu und die obere Markierung muss auch mit Leuchtmasse versehen sein. Wartung oder auch Wartung, Reinigung und Pflege ist das nächste Thema. Auch das ist ein Thema, da scheiden sich ein bisschen die Geister. Ist ganz klar, das kann ich verstehen, wenn jemand Uhrenfan ist und gibt viel Geld dafür aus, will er die maximale Energie in sein Hobby stecken. Aber im Prinzip sehe ich das so. Es geht dann bei der Wartung auch in erster Linie um Automatikuhren. In japanischen Uhren sind einfach sehr, sehr robuste Werke, die Jahre, es gibt auch Berichte von jahrzehntelang, ohne eine Revision des Werkes auskommen. Deswegen ist meine Einstellung, solange die Uhr unauffällig läuft, schön anläuft, nicht stehen bleibt, die Zeit gut hält, gar keinen Grund, dieses System anzufassen. Es ist einfach zu viel Geld, dass so eine Revision kostet. Einfach eine funktionierende Uhr nach 3, nach 5 Jahren aufzumachen und das Werk auseinandernehmen und reinigen zu lassen, wenn es eigentlich vorher perfekt funktioniert hat. Die sind dafür gebaut, jahrelang ohne Wartung zu funktionieren. Ich bin kein Experte für Schweizer Uhren. Und diese Empfehlung gilt bei mir für japanische Uhren. Bei Schweizer Uhren weiß ich, da gibt es viele Werke, die regelmäßige Pflege brauchen, nicht bei Uhren, die ich sammle. Ansonsten, was ist bei der Pflege zu achten? Zum Reinigen, habe ich auch gerade vom Video gemacht, dass nicht immer überall Fingerabdrücke sind, lauwarmes Spülwasser mit einem Tröpfchen Spüli und einer weichen Bürste einmal über die Uhr gehen. Sie muss wasserdicht sein, natürlich muss sie das vertragen können. Einmal warm abspülen, hinlegen, mit einem weichen Tuch abputzen und dann hat man wieder eine saubere Uhr. Auch die Rückseite wird wieder schön. Viel mehr muss man an so einer Uhr gar nicht tun. Wir kommen aber direkt zum nächsten Thema, was man nicht tun sollte. Ihr seht hier so ein Werk, auch wenn es quasi eins der einfachsten aus dem Sortiment ist, hier sind viele Kleinteile. Dieses Werk schwingt 21.600 Mal in der Stunde und insgesamt dann mal 12 Mal am Tag. Und trotzdem schafft diese Uhr, diese einzelnen Schwingungen so zu timen, sage ich mal, dass die Uhr am Ende sehr genau geht. Also es ist also ganz viel feine Einstellung in der Uhr, sehr, sehr feine Bauteile und deswegen mögen Uhren keine erhebliche Erschütterung. Es gibt Stoßsicherungen, die in den Uhren eingebaut sind. Früher stand da dann auch Dyershock drauf, steht nicht mehr drauf, ist im Prinzip immer noch drin, dass normale Erschütterungen einfach gut weggesteckt werden können. Aber meine Empfehlung, wenn ihr mit dem Mountainbike querfeld einfahren wollt oder Golf spielen wollt oder Aktivitäten habt, die sehr harte Erschütterungen beinhalten, die Uhren können das aushalten, wahrscheinlich, aber wenn euch die Uhren lieb sind, tragt vielleicht eine Quarzuhr oder eine Uhr, wo es euch wirklich egal ist. Was weiteres, was die Uhren nicht mögen, sind Magnete. Also hier ist ganz viel Metall drin. Ich habe eben gesagt, dass es diese Unruhe auf dieser Feder gibt. Und wenn man die Uhr nah an einem starken Magnet hält, kann es eben sein, dass diese Feder sich magnetisiert und nicht mehr so definiert schwingt. Typischerweise läuft die Uhr dann zu schnell. 1, 2, 3, 4, 5 Minuten, 12 Minuten am Tag. Wenn ihr das habt, dass die Uhr deutlich zu schnell ist, wo sie vorher noch gut funktioniert hat, geht zum Uhrmacher, lasst die entmagnetisieren und die läuft wieder. Das heißt, auf eine Lautsprecherbox würde ich die Uhr nicht ablegen oder vor starken Neodym-Pinwandmagneten auch nicht unbedingt. Es kann also immer mal passieren, auch bei einer Reise, wenn ihr da irgendwie am Flughafen gescannt wird und da ist irgendwo ein Magnet und die läuft nicht mehr gut, ist vielleicht gar nicht kaputt, sondern nur magnetisiert. Also Uhren mögen keine harten Erschütterungen, keine Magnete. Natürlich, wenn die Optik schön bleiben soll, keine spitzen Gegenstände. Ein Insider,
transportiert die Uhr nicht in derselben Jackentasche wie ein Messerschleifstein. Das klingt sehr, sehr abwegig, ist es nicht. Und auch keine zu scharfen Reinigungsmittel. Das ist Edelstahl, der kann alles vertragen, aber hier drin und da drin und auch zum Beispiel hier bei der Lünette sind Kunststoffdichtungen, die auch teilweise gefettet sind. Und dieses Fett wollen wir nicht rausholen. Das heißt, wir legen die nicht lange in hartes Reinigungsmittel ein, die Uhren. Man kriegt die auch so sauber. So, und jetzt kommen wir zu Z. Zu jedem A bis Z gehört auch ein Z. Und da hatten wir eben das NATO-Band. Und kommen jetzt zum Zulu-Band. Hat viele Gemeinsamkeiten mit einem NATO-Band. Ich muss auch direkt sagen, es gibt auch Zulu-Bänder, die dieses zusätzliche Läppchen mit dem zusätzlichen Ring auch haben. Das hier ist ein Dreiring-Zulu. Aber auch da lassen sich die Unterschiede leicht erkennen und erklären. Wir sehen erstmal die Keeper, also diese Metallhardware, die hier drauf befestigt ist, ist bei einem NATO flach und im Profil auch flach, während das beim Zulu-Band deutlich massiver ist und auch im Profil rund ist. Massiver ist auch das Gewebe und der Stoff, während hier das eher der Typ, ja, wie soll ich es beschreiben, Anschnallgurt ist im Auto, je nach Qualität, ist ein Zulu-Band eher Typ Rollladengurt. Bei den Bändern gibt es Qualitätsunterschiede. Ihr seht hier ein einfachstes, ne, wenn ihr es denn seht, simpelstes NATO-Band. Es ist also relativ störrig, obwohl es dünn ist. Und ein hochwertiges, geschmeidiges Zulu-Band. Das heißt nicht automatisch, nur weil es dicker ist, ist das irgendwie harter oder unangenehmer zu tragen. Es kommt da auf unterschiedliche Qualitäten an. Und das machen wir jetzt gerade noch dran. Das wird einfach hier durchgezogen. Ihr seht, der Look ist direkt anders. Und damit möchte ich das Uhren A bis Z abschließen. Ich bedanke mich sehr für die Aufmerksamkeit. Hoffe, dass das zweite Video vor allen Dingen jetzt nicht zu lang war für euch. Möchte aber gerne motivieren, lasst ein Like da bitte. Abonniert gerne den Kanal. Stellt alle Fragen, die ihr wissen wollt. Und wenn es mehr zu klären gibt, kommt, wie gesagt, in unsere Facebook-Gruppe Japanische Armbanduhren. Ich bedanke mich und dann viel Spaß mit euren Uhren.